Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Ich bin auch gespannt. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, ihm... er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Freigeschaltet, eine Bürde des Blutes. Pflicht der Beschützerin. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Wenn ein Träger die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das wir brauchen... sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula ernährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu. Wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf. Ihr beide. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ich bin da aber auf Amicias Seite. Ich würde auch nicht für den Orden irgendwas machen.
Und er, und habt ihr gemerkt, wie er ausgewichen ist von der Frage mit der Insel? Ist der Safe, steckt da irgendwas dahinter? Vielleicht will er auch selber nur die Macht haben. Das würde mich auch nicht wundern. Hergehört! Der Graf von Aal hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Nee, die tun es nicht, weil er hat angeklopft und gesagt, nicht rausgehen. Sie gehen nicht in die Häuser rein und töten die. Das machen sie nicht. Außerdem wird dann die Stadt sehr schnell die Soldaten auch platt machen, weil wenn irgendeiner anfängt zu schreien, dann ist, ja, kein Grund Panik. Zur Panik. Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Nice. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Ja. Wenn Lukas das auch so sagt, ich werde safe aufpassen, also. Aber in der Scheune konnte ich mich halt null wehren, ne? Und davor auf dem Feld auch leider nicht. Da wären wir. Gut. Ich glaube übrigens, dass wir schon irgendwo so eine Blume verpasst haben. Weil, ja. Das ist schon in Kapitel 4. Wir haben zwei Blumen. Oder eine haben wir nur. Ich weiß es gerade gar nicht. Hä? Ich war gerade festgestackt. Oh Gott, ich musste gerade voll random niesen. Jo, moin, ey. Dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. So. Huch. Leckt's wieder. Wait, das sieht genauso aus, also, wie in diesem Turm, wo wir eben rausgekommen sind. Jetzt geht's genau wieder runter. Das ist doch, wo wir eben rausgekommen sind. Auf jeden Fall so ähnlich. Tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar.
Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Ja, wir machen das. Wir versuchen es. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Oh je. Ich geh mal hier lang. Ah, hier ist eine Blume. Oh, sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Ja, ein bisschen Stuff noch looten hier. Hallo. Boah, Alter, dass der sich immer in den Weg stellt, ne? Das ist sowas von nervig. Sind hier Gegner? Ist hier irgendwie keiner. Oh, ein bisschen Schwefel. Nehme ich. Ist noch eine Werkbank? Nee. Aber nimm die Axt doch mit. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Das sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar. Öffnet das Tor. Geht in Stellung. Hey, Neulinge. Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Los. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute. Aha. Zwei sind hier und zwei sind da. Aha. Alles klar. Keinen töten. Wir machen silent. Wir haben ja eh schon den leiseren Schritt. Dass sie uns nicht hören können. Oh, hier ist ein Secret. Aber hier auch. Ich habe gehört, diese Stadt war einst das Handelstor zum Mittelmeer. Und bald ist sie das Tor zur Ausbreitung des Bisses. Wirklich traurig. Okay, hier könnte ich jetzt rüberklettern. Ist, muss ich nach oben? Ja, okay, ich komme oben hin. Ich gehe gleich noch durch die Luke. Ich wollte nur wissen, ob hier irgendwas ist. Ah ja. Ist es tatsächlich. Das ist zurückgelassene Fracht. Ich glaube, das ist Seide. Lukas, echte Seide. Wahrscheinlich aus China. Und so viel davon. Das ist ein Vermögen wert. Jemand hat das auf der anderen Seite der Welt gefertigt. Glaubst du... In China ist es wie hier? Ob sie dort auch Ratten haben? Eher nicht. Noch nicht. Wir müssen es aufhalten. Ja. Aber man bedenke, in China hätten die Ratten wesentlich mehr zu mampfen. Ich meine, da leben 1 Milliarde Menschen. 1/7 der Welt lebt. Oder 1/8 mittlerweile, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Lebt in China.
auf zum Tor. Warum hast du das Brett weggemacht? Naja. Auf zum Tor. Hier ist Extinguished-Zeugs. Er ist hier hinten hin. Kein Aluhol mehr. Ach so, ich brauche dafür kein Alkohol. Boah, soll ich das dafür verwenden trotzdem? Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Was ist das für ein Lärm? Woher kommt dieses Geräusch? Da war nichts. Oh Leute, hier hätten wir noch vorbeischleichen können. Oh, wow. Musst du dich jetzt... Ich dachte schon. Zack. Im Ernst? Schon wieder? Dann mal sehen. Schon wieder? Und ich bin allein hier. Da! Eindringlinge! Verdammt! Wieso? Ich werde nicht weg, glaube ich. Nö, ich mach nichts. Hier, das ich weiß. Das war's wohl für dich. Hier, da, ein Stein. Stein. Sie sind da hoch. Nein. Ich mach nichts. Amicia, nein. Ja, nö, ich sehe das nicht ein. Warum denn? Auf zum Tor. Auf zum Tor. Hä? Was ist das? Verstecken wir uns. Nix ist da. Ach, hier war der Alkohol drin. Ja, komm Hallo? Her. Wir wurden entdeckt. Ja, da. Glaubst du, dieses Mal schaffen wir es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt... Das ist noch nicht vorbei. Da ist... Leute, der hat die Axt verloren. Habt ihr es gesehen? Der hat die Axt fallen gelassen. Cool. Wenn man einen Soldaten... Auf zum Tor. ...Treiber mit dem Stein trifft, dann verliert er seine Axt. Das ist ja witzig. Mach die Kiste trotzdem auf. Oh, hier ist was anderes drin. Salpeter, ja geil. Gönn Soldaten, mir. Bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Nee. Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Also kacken nicht gehen. Gerade viel. Das Geräusch klingt verdächtig. Ich geh jetzt einfach hier hoch. Falscher Alarm. Wo muss ich denn lang? Was muss ich tun? Jetzt mal ernsthaft, was muss ich tun? Ich dachte, ich muss hier hoch. Aber ich muss hier gar nicht hoch.
So, wofür muss ich hier hoch? Ah. Hier durch. Ja. Vorsichtiger, geht nicht! Nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Wie süß sie das sagt, ne? Und schön die Augen offen halten. Scheiße. Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Ach, ist da unten. Himmelswillen, tut doch was. Er steckt fest. Helft uns. Nein, sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie ist nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Das darf nicht sein. What the fuck? Es sind so viele! Wie sollen wir da durch? Mit Feuer. Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Alles gut. Nur ein bisschen Feuer. To burn it down. Can't wait to burn it to the ground. So, Aluhol. Mitnehmen. Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. Ah, oh, Feuerbecken. Ja, das kennen wir. Da hinten ist eine Leiter. Aber das ist doch bestimmt ein Secret, oder? Ich gucke mal, wo wir das Feuerbecken hin tun müssen. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Ah, wir können es bewegen, wie wir wollen. Marschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudet? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. So, gucken wir mal hier. Aha, hier braucht man das Messer. Yes. Mal sehen, was drin ist. Ich werde das Messer immer dafür verwenden. Weil hier kriegst du immer ein Werkzeug. Da. Und noch ein paar Teile. Das heißt, mal sehen, was sich machen lässt. Wir kriegen jetzt unser geiles Upgrade. Das sollte die Sache erleichtern. Oh ja. Und die dritte ist natürlich das, was ich haben will. Die dritte Stufe. Bruchfestes Werkzeug. Oh yeah. Um ihre Aufrüstung kostenlos aufzuwerten. Das heißt, wir brauchen nur noch Schrauben. Wir brauchen kein Werkzeug mehr. Deswegen gehe ich nicht auf die Sachen hier mit mehr Loot, weil wenn ich das habe, dann kann ich das einfach so machen, wie ich lustig bin. Und weil ich ja durch Stuff, den ich nicht mitnehmen kann, den kann ich ja zerlegen. Und das heißt, ich kann alles verwerten. Deswegen ist das schon gar nicht so schlecht. Oh, da liegt noch was. Nein, du sollst nicht auf die Leiter. Hä? Geh an den Karren. Nein. Das hier, danke.
Aber das Schlimmste für die Leute, die noch dann den ersten Teil nicht kennen, es gibt auch so Ratten, die sich auftürmen, wie so ein kleiner Mini-Tornado, und die löschen dann das Feuer einfach. Das wird dann hundertprozentig auch noch kommen. Weiter geht's nicht. Na, Mist. Ja, eigentlich wird es schon weitergehen, weil du brauchst einfach nur das komische Holzding wegzuschmeißen, dann ist alles gut. Wäre jetzt nicht das Problem, glaube ich. Josephs Boot! Wir kommen näher. Wir könnten auch einfach schwimmen. Also, theoretisch könnte man ja auch einfach schwimmen. Aber okay, man will halt nicht das werden. Kann ich verstehen. Mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Gönnt euch den Fisch. Ach so. Ich brauche ein Verschwindibus. Siehst du? Ich habe einen Verschwindibus gemacht. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Ah, kein Problem. Ist hier noch was? Nee, hier ist nichts. Gehen wir hier durch. Yes. Zack, boom. Ekelhaft. Dieser Geruch. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Von innen abgeschlossen. Ah, okay. Ich wette, dass ich das hier noch irgendwie anzünden muss. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein! Bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik, wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Ich will das hier auch noch anzünden gleich. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ach so, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ach so, er geht da oben. Da ziehe ich aber gar nicht ein. Ich sehe mal nach. Ich gehe trotzdem hier hin. Hallo? Aha, siehst du mal. Brauchen wir noch irgendwo Igni? Oh, da hinten ist eine riesen Kiste. Brauchen wir noch irgendwo Igni? Nee. Ich sehe zumindest nichts. Ich sehe zumindest nichts. Hallo? Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Hä? Warum? Es funktioniert. Ja. Ich will trotzdem wissen, was passiert, wenn ich das anzünde. Warum kann ich... Ich kann nichts mehr werfen. Ich kann es nicht werfen. Lol. Ich kann es
nicht werfen. So viel Zeit muss sein, dass ich den Loot noch mitnehme. So viel Zeit muss sein. Ich finde es auch voll geil, dass man die Ratten von außen hört, ne? Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Oh. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie! Okay. Ach so, ja moin. Fertig! Perfekt! Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also dann? Zwischen die beiden? Ach so, hier rein. Es muss klappen! Mal sehen, was der Teer taugt. Ja, bestimmt einiges, ne? Perfekt! Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme! Ja, Feuer! Ist schon irgendwo Loot? Ne. Aber ich will hier unbedingt hoch. Wie komme ich... Hä? Das hört irgendwann auf. Ach so. Oh, ich bin fast in das Feuer gelaufen. Moin. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Da geht's weiter. Da will ich aber gar nicht weiter. Ich will... Ah, hier hoch muss ich. Dann komme ich an die Kiste. Yeah. Eine Kiste. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Ja, hier ist ein Werkzeug drin. Zack, 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 zack. Boah, alles weggesnackt. Und wir haben noch ein Harz bekommen, das ist auch sehr gut. Alt? Wie alt? Ach, Stupefaccio. Ach so, er kann immer das machen. Das Stupefaccio. Stupefaccio, Stupefaccio, Stupefaccio. Bin sich überhaupt nicht schrecklich an oder so. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Tschüss. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Dancing. Oh ja, cool, wie sie abgeht. Yo, 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 yo. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich meine, nämlich auch eine Aufnahme... Pause. Ich hab keine Zeit mehr heute. So. Tschüss.